Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Im heutigen Video geht es mal wieder um das Thema Dampflok. Ich habe hier auf der Seite ja so einige Projekte stehen, die noch nicht ganz fertig sind. Es ist immer noch die BR08, die ich umbauen möchte, steht hier. Das Chassis schon bereit, Motoren stehen da. Dann habe ich hier immer noch eine zweite Emerald, die da steht. Die 01 müsste ein Upgrade kriegen, aber wir wollen uns heute mal mit der ganz einfachen Lego Hogwarts Lok beschäftigen. Die habe ich vor langer Zeit mal von Daddy's Bricks bekommen und heute ist es soweit. Ich versuche ein Powered Up einzubauen und zwar hier mit dem Motor und das Ganze soll in den Tender reinkommen und ich will mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert, so minimalistisch das Ganze umzusetzen. Also bleibt dran. Wir sind wie gewohnt am Esstisch. Die Sachen stehen da. Wir haben den Powered Up Hub. Der kommt oben drauf. Und wenn ich das hier schon mal so vergleichsweise hinstelle, heißt es, das Ganze wird ein bisschen höher werden. Der Tender wird auch um 2 Nobben länger. Schwarze Räder brauchen wir noch. Die sind hier hinten in den Kisten schon drin. Das habe ich schon rübergeholt. Und das Vorderteil, da werden wir gar nicht so viel machen. Das ist recht leichtgängig. Also nur den Tender ein bisschen umbauen und anpassen. Ein paar rote Steine hin. Ich hoffe, ich habe alles da. Wie gesagt, schwarze Räder habe ich hier. Und ich fange dann schon mal an mit dem Zerlegen von dem Tender. Ja, hier sind jetzt meine Teile alles zerlegt. Ich habe das auch schon mal fertig gehabt. Habe es nochmal auseinandergebaut und jetzt zeige ich euch die einzelnen Schritte. Wir haben unten unseren Zugmotor, Powered-Up-Zugmotor, Seitenteile dazu. Dann haben wir hier eine Magnetkupplung an der Seite. Vorne hin ist wieder das Teil mit dem Loch für die Verbindung zur Lok hin. Dann brauchen wir hinten eine 2x6 Blade, oben drauf eine 1x6 Blade und eine schwarze 1x4 Blade. Das Ganze brauchen wir vorne auch mit einer 2x6 Blade, allerdings kommen hier vorne nur kleine 1er Blades drauf in Rot. Das wird verbunden. Dann machen wir hinten eine 1x8 Stange drauf, 1x8 Blade, vorne eine 1x8 Blade und dann haben wir hier den Rahmen schon mal fest zusammengebaut. Hinten kommt das Teil drauf. Das ist die Rückwand. Zeige ich euch gleich, wie die zusammengebaut ist. Dann haben wir hier den Powered Up Hub. Unten ist dann nochmal ein kleiner 1x2 Stein, eine 1x2 Blade dran. Beim Zusammenbauen ein bisschen darauf achten, dass wir das Kabel hier ein bisschen zur Seite drücken, wenn wir das zusammen machen, sonst gibt es später Probleme, wenn wir die Kupplung hier anhängen. So, das ist jetzt hier drin. Oben ein 1x4, ein 1er Blade drauf. Auf der Rückseite kommt dieses Teil, was am Waggon dran war. Dann habe ich hier unten zwei Blades drunter, oben eine, damit der Höhenausgleich dran ist. Wir müssen das Ganze eine Steinreihe höher bauen. So, dann habe ich hier das Seitenteil, was am alten Waggon-Tender dran war. Dann brauchen wir 6 1er Steinchen, die tun wir hier setzen. Dann kommt vorne und hinten wieder das Stück mit dem schwarzen Teil dran, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Obendrauf die 1x6 Stange habe ich mit einer 1x8 Stange ausgetauscht und dann ist das Ganze hier fertig. Ja, ich habe versucht, hier größtenteils Lego-Steine zu verwenden, die ich noch hier hatte, um da bei dem Lego-Modell dran zu bleiben. Es sind nur einige wenige Blades, wie die da oben, die nicht von Lego sind. Hier kommt die 1x6 Fliese dann oben drauf, um das Ganze zu stabilisieren. Vorne machen wir 2x4 Blades drauf und damit wir das Ganze auch einschalten können und damit wir auch hier sehen, dass es Licht leuchtet, habe ich hier noch eine Technik Blade mit 2x6 und unten, das ist so ein Drehteller-Teil von so einem Hinge Blade. So, und dann kann ich hier ein- und ausschalten und das ist jetzt schon das ganze fertige Teil für unsere Lok. Beim Einbauen vom Motor darauf achten, dass er auch in der richtigen Richtung geht. Ich habe jetzt das so gemacht, dass das Kabel nach vorne weggeht. Das hat gepasst, wenn ich hier auf Blutbrühe fährt es natürlich in die richtige Richtung. Ja, und das ist schon das ganze Hexenwerk relativ einfach gehalten, leicht zum Nachbauen, auch für die Kleinen, damit wir vielleicht auch jetzt die Spaß haben können, wenn sie ihren kleinen Hogwarts Express auch mal über die Zugstrecke fahren lassen möchten. Geht super. Jetzt geht es rüber zur Testfahrt.
Wir sind auf der Anlage und ich bin total begeistert. Bin natürlich jetzt gerade schon mal eine Runde gefahren, allerdings ohne Waggons. Jetzt habe ich mir noch zwei so Waggons vom Emerald geholt, weil ich keine roten Waggons dazu habe, zu der Lok. Und ich finde es aber trotzdem hier klasse, wie das Ganze schon ausschaut, wenn es hier im Bahnhof steht. Ich habe zwar kein 9¾-Gleis, aber von den Farben her passt es doch halbwegs. Das ist jetzt Fahrstufe 1. Der Zug fährt super gut an. So, dann kommt er hier raus und er macht einfach eine tolle Figur. Es ist klasse, wie das Teil hier fährt. Immer noch Fahrstufe 1 und es läuft richtig gut. So, jetzt fahren wir mal hier auf das Gleis hier drüben drauf. So, ein kleiner Halt. Wir schauen uns die Lok nochmal aus der Nähe an. Es ist zwar jetzt eher so, ich sag mal, Richtung Spielzeuglok, aber es lässt sich gut fahren, passt gut zur Anlage mit den Waggons. Ich denke mal, wenn man rote Waggons dazu hat, sieht es auch super aus. Und es ist einfach eine coole Sache, dann hier den Zug fahren zu lassen. Und wir fahren jetzt natürlich auch mal hier über die Bogenbrücke drüber. Ja, dann geht's wieder zurück. Ein Bild von weiter entfernt. Jetzt habe ich mal auf Fahrstufe 2, Fahrstufe 3 erhöht. Wir fahren auf den Berg ja hoch. Und auch hier, das schaut doch super aus, wie der Zug hier angefahren kommt. Bin begeistert. Hätte nicht gedacht, dass durch den kleinen Umbau von dem Waggon das Ganze hier doch so ein schönes Bild macht. Passt auch gut in den Bahnhof rein. So, jetzt bin ich wieder runter auf Fahrstufe 2. Stehe ich mal auf. Vorne hatte ich gerade in meinen Sessel gesessen und dann tun wir auch mal hier einfangen, wie der Zug aus dem Tunnel rausfährt. Ein kleiner Überblick über die Anlage, hat sich doch hier doch wirklich sehr viel getan. Ja, und dann kommen wir hier wieder rausgefahren. Rein in den nächsten Tunnel und dann fahren wir hier um die Kurve rum. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Schnitt gemacht. Die Fahrt war jetzt doch etwas zu schnell, weil ich möchte jetzt mit euch hier unten in den tiefen Bahnhof reinfahren. Passt natürlich auch richtig gut dazu, das Ganze. Und schaut auch hier unten klasse aus. Ja, wie gesagt, nicht ganz das Glasgleis 9¾, aber es ist eine tolle Ansicht hier drin. Na, und fahren wir weiter nach dem kleinen Halt. Echt klasse, ich bin begeistert. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so eine gute Figur macht. So, jetzt sind wir wieder auf Fahrstufe 2. Und dann schauen wir uns noch an, wie er oben in den Bahnhof reinfährt. Ja, da soll er jetzt ankommen. Es wird spannend und da ist er. Ja, der Hogwarts Express. Ein einfaches Lego-Modell, einfach zu motorisieren. Mit wenigen Schritten haben wir dann hier einen richtig schönen Zug geschaffen, der klasse ausschaut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. War heute mal ein bisschen einfacher gestricktes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr die Links zur Klemmbausteinwelt benutzt. Und natürlich ein tolles Like ist auch schön.